Herzlich willkommen zu Teil 3 des Videotutorials für die Alora-Kiste. Heute lernen wir, wie wir die Maschen an den jeweiligen Schultern für die Vorderteile anschlagen und wie wir dann hier mit dem rückwärtigen Blende weiterverfahren, die dann sozusagen in das Vorderteil übergeht. Genau, und dafür starten wir zunächst einmal damit, dass wir hier an diesem Beispiel hier die Aufnahme der Maschen entlang der rechten Schulter uns anschauen. Ich habe jetzt hier die stillgelegten Maschen der Blende auf eine separate Nadel gebracht. Von der Sicherheitsnadel runter, damit man es hinterher etwas einfacher hat. Und was ich noch benötige, ist hier eine zusätzliche Nadel. Das kann entweder eine Zopfnadel sein oder ich habe jetzt gerade keine passende. In dem Falle nehme ich hier einfach so eine kurze Sockelnadel. Okay, also wir nehmen mit dem Blick auf die rechte Seite die Maschen des Rückenteils auf die linke Hand und dann gehen wir hier Masche für Masche immer durch beide Maschenhälse, durch die Maschen des rechten Vorderteils und nehmen diese hier 1:1 auf. Nachdem wir alle Maschen aus der Schulter aufgenommen haben, setzen wir nun einen entsprechenden Markierer, der uns anzeigt, wann wir jeweils die Blende erreichen und fahren jetzt fort, indem wir hier diese Blendenmaschen jetzt aufteilen von einem Auflösen von einem Doppelstrick in eine einfach geradeaus gestrickte Blende. Ich nehme hier eine Masche rechts und hebe dann eine Masche auf die Hilfsnadel hinten ab. Dann stricke ich wieder eine Masche rechts und hebe eine Masche links auf die Hilfsnadel, stricke eine Masche rechts, hebe eine Masche auf die Hilfsnadel, stricke eine rechts. Nehmen wieder eine auf die Hilfsnadel. Ne? Stricke nochmal eine rechts und lege eine auf die Hilfsnadel. So, jetzt haben wir alle Maschen des Doppelstricks aufgelöst. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip, wir drehen diese Hilfsnadel hinten einmal sozusagen um 180 Grad nach vorne. Und dann werden die Maschen hier rechts, diese 5 Maschen werden jetzt hier rechts gestrickt, abgestrickt. Die erste ist etwas tricky, aber dann geht es auch schon ganz schnell. Und so haben wir jetzt die Blendenmaschen aufgenommen und haben sozusagen das Doppelstrick aufgelöst. Das sieht jetzt noch ein bisschen krubbelig aus, aber wenn ihr jetzt mal ein paar Reihen gestrickt haben, dann sieht das Ganze schon anders aus. So, wie sich hier unschwer erkennen lässt, wird anhand der Hebemaschen eine sehr schöne Kante gearbeitet und das Ganze faltet sich dann hier auch gut um.